Warum schießt der denn nicht, Alter? Ich hab das da eben ausgerüstet, oder? Ich glaube, mein Controller spielt gerade verrückt. Ah! Tödliche Antimaterie! So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Death Stranding. Ich fange heute Kapitel 10 an, beziehungsweise Episode 9. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Und schon wieder bin ich am Strand mit toten Walen. Wunderbar. Ah ja, und die Frau im roten Kleid ist auch da. Ja, das wundert mich ja überhaupt nicht. Erst lässt sie mich ja saufen und jetzt holt sie mich wieder ab, oder was? Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich träumen. Und abgesoffen. Ah ja, zurück am Strand oder was? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da liege ich schon wieder. Da liege ich schon wieder und warte auf meine Bestimmung. Ja, nice Kiss-Make-up, würde ich mal sagen. Lecker schwarzer Schleim. Oh, Hex. Mein Erzfeind. Ich bin ein Segen, ja, da hat er recht. Danke dir von Herzen. Sam Bridges. Porter Bridges. Vorsicht, der Inhalt ist zerbrechlich. Wie die Welt und alles in ihr. Ich bilde keine Ausnahme. Ich trage auch nicht als Einziger eine Maske. Da gibt es deinen Boss. Diese mein Frau. Boss. Diese Frau? Welche Frau? Hat die eine Maske auf? Wir dich nicht. Was? Alter, was ist denn mit ihm kaputt, ey? Ist okay, ist okay. Ich weiß, es ist nicht leicht, ständig eine Maske zu tragen. Aber jetzt kannst du sie ablegen, oder? Junge, was ist das für eine Maske, ey? Erinnerst du dich? Nein, nein, nein. Arme kleine Amelie. Sie versteckt sich an einem Strand in der Nähe. Weißt du was? Liefern wir uns doch ein Rennen. Hm? Der Sieger darf das Ende aller Tage einleiten. Das Ende aller Tage einleiten. Nichts reinigt den Geist besser als ein bevorstehendes Aussterben. Stirbt er dann auch aus, oder wie ist das? Oder sterb nur ich aus? Das wusste ich gerne mal. Bald sind Masken überflüssig. Piu, piu. Aber ich frage mich, wirst du dem Tod ins Auge blicken? Wirst du blinzeln? Wirst du blinzeln? Ja, ein bisschen vielleicht. Ich
Junge. Episode 9. Hicks. Bist du noch da, Sam? Ich bin noch da. Den Weg zu Amelies Rettung unbeirrt fortsetzen. Oh ja, hier ist Haufen Zeug. Die Anbindung des örtlichen Verteilerzentrums als Netz hat Priorität. Bis wir am Ziel und alle verbunden sind, wird Hicks es schwer haben, zu Amelie zu gelangen. Sie so. Dürfte sicher sein. Also lass dir Zeit und mach es richtig. Lass dir Zeit und mach es richtig, hat er gesagt. Was soll denn das heißen? Dass ich vielleicht noch ein paar andere Aufträge habe, die vorher da sind oder wieder was? Ich gehe mal gucken. Ja, Episode 9 Hicks. Kapitel 10, weil es gibt ja auch einen Prolog. Der beginnt mit 0. Deswegen sind wir in Kapitel 10 und in Episode 9. Und alles ist komplett verwirrt. So, da steht ein Auto. Wahrscheinlich noch nicht der erste hier. Was dauert so lang, Sam? Heavy. Cool. Ja, mach ich. Was dauert so lang, hat er gesagt. Ich spinn wohl. Ich habe mir voll Mühe gegeben und alles. Ab dafür! Disco, Disco, Party. Let's go. Pew, pew. So, westliche Region. 0 von 500. Also nicht ganz so viele Missionen. Granatwerfer, aha, aha. Okay, und hier ist auch ein Zeug. Mhm. Gute Arbeit, Sam. Du hast es so weit geschafft wie Bridges 1. Weiter westlich waren wir nie. Kaum zu glauben, dass dieses Verteilerzentrum in Betrieb ist. Jedenfalls hast du Edgemont City fast erreicht. Dein letztes Ziel. Wo dich Amelie erwarten sollte. Lächeln, Sam. Nur noch ein weiterer Ort. Und nur noch ein weiterer Ort, hat er gesagt. Als ob das stimmt. Also ganz ehrlich. Wie dem auch sei, über das landesweite Netzwerk kommt ihr nach Hause. Aber denk dran, dass du Hicks wahrscheinlich Amelies Aufenthalt verrätst, wenn Edgemont online geht. Also dieser Hicks, ne? Der nervt mich ja komplett. Den muss ich jetzt mal langsam mal ausschalten. Am besten so Roundhouse-Kick und weg mit dem Typen. Geben wir dir, was du brauchst. Verlass das Verteilerzentrum nicht, ohne den Auftrag anzunehmen. Und wenn ich doch das Verteilerzentrum oder den Auftrag anzunehmen, also wenn ich da rausgehe. Naja. Gut, jetzt bin ich wieder in meinem Raum, oder was? Ja. Bist du da? Ich bin da, ja. Ach, die schon wieder, Alter, die nervt mich ja komplett. Hörst du mich, Sam? Drüben, Amelie. Die ist doch stoned, Alter. Das Netzwerk ist fast vollständig. Nur noch ein Knoten fehlt. Und dann ist Amerika wieder vereint. Na, Halleluja. Habe ich dir je meinen richtigen Namen gesagt? Ja, blöde Tusse hast du gesagt. Blöde Tusse heißt du, die mich über die ganze Map schickt. Nach Amerigo Vespucci. Dem Mann, der Amerigo entdeckt. Ich dachte, das war Kolumbus. Nur, dass Amerika ein Schwätzer war. Er log. Amerika ist eine Lüge. Amen. Deutschland ist auch eine Lüge. Lol. Ganz Europa ist eine Lüge. Die ganze Welt ist eine Lüge, Alter! Hicks wird mich hier nicht finden. Das kann er nicht. Hicks? Also keine Sorge. Hicks? Hicks? Bring den letzten Cupid nach Edgemont City. Beende, was wir begonnen haben. Danach treffen wir uns in deinem Raum im Verteilerzentrum. Alter, was hat die denn für Probleme? Was wissen, Sam? Ich habe Dinge vor dir verheimlicht. Eine Maske getragen die meiste Zeit. Alles, was Hicks über war er Deadman oder was? War sie Deadman? Oder ist sie Hicks? In Wirklichkeit. Das ist, was ich bin. Was soll das denn bedeuten? Aber ich will das nicht sein, Sam.
Ich will nur, dass du und ich und alle Menschen auf dieser Welt eins sind. Okay. Also die Audiospur, die ist schon ein bisschen verschoben, ne? Müsst ihr mal auf den Mund achten von ihr, wenn sie spricht. Sie spricht eigentlich noch, da ist schon das Audio weg, glaube ich. Oder andersrum? Gleich sagt sie nochmal was. Versprich mir, dass du mich aufhältst. Lass mich nicht alles zerstören. Ja. Ich warte auf dich am Strand. Also es ist nicht ganz lippensynchronisiert sozusagen. Aber nicht. Ist halt vom Englischen übersetzt, aber naja, scheiß drauf. Passt schon. Ich habe ja auch in der ersten, im Prolog habe ich ja auch gedacht, dass es nicht seine Stimme ist, ne? Also die deutsche Synchronisationsstimme von Norman, wie heißt er? Reese? Ach, warte, wie sick. Der Typ von Walking Dead, jeder weiß Bescheid. So, ich gehe erstmal aufs Klo, dann gehe ich duschen und dann geht's los, Leute. Keine Müdigkeit vorschützen. Wie cool. Der war doch schon öfters auf dem Klo. Aber er zieht seine Hose nicht runter. Das ist schon mal vom Vorteil. Aber er geht ja sowieso gleich duschen, von dem her. Egal. So, dann gehen wir nochmal duschen. Ja, und dann geht's auch schon los. Ja, echt witzig gemacht, ey, mit der Dusche und alles. Der wird ja auch dreckig, ne? Und jetzt ist er halt wieder sauber. Außer diese Hände da, die er da dran hat. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ist das aus der ersten Episode? Guckt euch doch nochmal die erste Episode an. Also von mir, ne? Mein Gameplay natürlich. Prolog. Erste Folge. Junge, was eine Story, ey. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon vorbei ist. Weil es fehlen eigentlich noch ein paar Kapitel. So, los geht's. Ich hoffe, das läuft jetzt alles ohne Probleme ab. Ich erzähle euch nachher nochmal eine kleine Story. Aber jetzt ist schon wieder so ein Rückblick, Alter. Los! Ja, Sir. Erster drin. Los, du Schwachkopf. Jo. Bist du noch da, Sir? Ne, ich bin schon weg. Mein Gott, was sind das immer für Fragen? So, das ist mein Auftrag. 30 Kilo. Krieg ich die noch auf den Rücken? Schauen wir mal. Ansonsten muss ich mal so einen Wagen nehmen. Yippie! Das letzte Teil des Puzzles. Ist es weit? Was meint ihr? Ist es weit? Eigentlich nicht, ne? Bis zur Mauer war ja nicht so weit. Und ungefähr, ja, fünfmal so weit. Oder viermal. Also viermal zur Mauer. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich passiert genau das. Wahrscheinlich passiert genau das, dass ich den irgendwie verliere oder keine Ahnung was. Naja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was mich erwartet. So, jetzt habe ich da noch die Knarre bekommen. Man kann ihn je nach Bedarf mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschosse laden. Ferngezündet, das ist ja auch nicht schlecht, das Ding, aber brauche ich den? Ja, scheiß drauf. 4 Kilo wiegt das Teil. Alter, ich glaube, ich brauche noch mal so einen Schweber.
Netzwerkschlüssel. Ja, moin. Waffe. Habe ich hier noch so einen Schweber dabei? Nee. Ah. Gut, dann brauche ich jetzt doch trotzdem noch einen Schweber. Weil ich glaube, das ist mir zu viel. Das lagere ich lieber auf einem Schweber. Blutbeutel und Granate. Aha. Okay. Das ist also mein Lager. Ich habe noch gar nichts ins Lager gelegt, aber das wird wahrscheinlich vom Duschen gekommen sein. So, Leute. Ich mache Behälter-Reparaturspray. 3 Stück. Man weiß nie, was passiert. Ihr kennt's ja. Also die aufmerksamen Zuschauer, die kennen es natürlich, die meine anderen Videos geguckt haben. Falls ihr diese langen Videos geguckt habt. Die sind natürlich sehr lang, aber warum sind die so lang? Weil man Dead Stranding nicht einfach mal 10 Minuten spielen kann. Dann wäre ich jetzt schon bei der 100. Folge. Und das wollte ich euch ja nicht antun. 100 reicht gar nicht, glaube ich. 200. So, Reparaturspray, Keramik, Chemikalien, Legierung, Alter, das ist so, das ist Zeug, Alter, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. So. Jetzt haben wir es gut verpackt, aber diesen Schlüssel, den lege ich auch auf den Schweber. So. Dann habe ich jetzt hier noch 3 Waffen, aber ich brauche, Reparaturspray 2-mal auf den Rücken und dann ist es gut. So. Verpacken wir neu, alles cool. Habe ich eigentlich noch Handschuhe an? Diese Hochleistungshandschuhe, weil da wurde mir vorhin was gezeigt, dass die kaputt seien. Und deswegen. Gut, Wärmepad brauche ich glaube ich nicht. Kalt wird es nicht mehr. Wobei, scheiß drauf. Einmal noch das Ding. Und auf der anderen Seite hier so eine Panzerung. So. Armanzug befestigen. Zack. An der rechten Schulter. So. Anziehen. An Anzug befestigen. Da. Gut. Und ja, das passt soweit. Gut. Dann, ist da jetzt alle drauf soweit? Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Passt. Schuhwerk und zurück. Ja, meine Schuhe sind kaputt. Und das habe ich komplett vergessen. Deswegen, ja. Ihr wisst, was ich machen muss. Ich nehme hier 2-mal diese Stiefel. Und zwar nehme ich 2 Stück davon. Dann habe ich gleich einen Ersatz. So. Also. Einmal anziehen und die anderen an Stiefelklammer befestigen. So, fertig. Los geht's. Jetzt aber. Jetzt haben wir's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. Steigen sie ein. So, soll ich euch die Story jetzt schon erzählen? Also, die Story ist die, ich war hier schon mal. Ich war hier schon 2-3 Mal. Und ihr werdet es mir nicht glauben, damals in den alten Folgen, da wurde mir immer gesagt, dass irgendwo Leichen liegen. Und diese Leichen, die werden irgendwann von GDs irgendwie, was weiß ich, irgendwie, die werden dann irgendwie, die lösen so ein, so, wie heißt es, Schwerkraftsexplosion oder irgendwie sowas. Leere Sturz lösen die aus und dann entsteht so ein Riesenkrater, den man zum Beispiel in meinen alten Folgen gesehen hat, wo ich mal missionsbedingt da war. So. Und dann bin ich hier so lang gelaufen, ich habe mir halt nichts dabei gedacht, ich war, als ich hier war, und dann kam immer wieder dieser leere Sturz, wurde dann ausgelöst. Und dann dachte ich mir, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, immer wieder leere Sturz, bla bla bla. Naja. Und, oh, hier sind GDs, oder was? Hier kommen GDs. Hier ist schon mal Dings. Ja, auf jeden Fall musste ich dann ein altes Safe-Gen laden. Dann bin ich auch das erste Mal, mit dieser Sprungfunktion gereist. Von Fragile. Kennt ihr ja, ne? Mit diesem Schirm und so weiter. Ja, und dann bin ich zu dieser Station, wo ich die damals erschossen habe. Da ist auch ein Video drin, wo ich die erschossen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Aber
Ja. Und tatsächlich konnte ich die dann trotzdem nicht bergen, diese Leichen. Ja. Das heißt, ich musste einen alten Savegame laden. Und ich habe jetzt möglichst wenig, wo ich keine großen Missionen oder sowas gemacht habe, habe ich dann geladen. So, Alter, hier sieht's aber nicht so geil aus. Naja, Ende der Geschichte war, dass ich diese Leichen irgendwann, also dass ich mit dem Savegame zurückgegangen bin. Ja. Oh Gott. Jetzt geht's ab hier. Was ist das denn? Geschichte geht gleich weiter. Was sind das denn für Dinger, Alter? Also. Lol? Junge, greifen die mich an oder was ist hier los? Boah, die explodieren! Ach du Scheiße. Ich dachte, hier wären GDs. Also, auf jeden Fall, Geschichte geht weiter, pass auf. Also. Ja, geil. Also. Folgendes ist passiert. Ich bin halt, ich habe mal das Safe Game geladen und ja, dann habe ich halt, bin ich zu den Leichen hin. Ich wusste schon, das sind mehrere. Ich habe mir halt ein Auto besorgt und dann komme ich da hin, Alter. Dann sind das 10 Stück. Die muss ich natürlich alle noch verpacken und die waren auf dem Dings drauf, auf dem auf so einem Berg, Alter. Und ich dachte mir nur so, what the hell, Alter. Naja. Das Ende von der Geschichte war, ich habe das dann erledigt schnell und dann bin ich halt, habe ich zwei Sachen nochmal weggebracht. Junge, was greift mich an? Ach so, nix. Das sind die komischen. Ja, das war die Geschichte dazu. Also, falls ihr vorhabt, dieses Spiel zu spielen, killt bloß keinen. Sag mal, bin ich überhaupt richtig? Ja. Oder möglichst keinen. Sehen die mich? Junge, regnet es natürlich wieder wie Sau. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen was einsprühen hier. So. Aber interessant, dass die mich sehen, Alter. Wo muss ich denn jetzt lang? Da lang? Oh, oh. Hä? Ach, der ist da hängen geblieben. Krieg ich den jetzt raus? Null? Scheißteil hängt da fest, Alter. Das Problem ist, da liegt ja alles drauf. Jetzt? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ist da noch was drauf jetzt? Oh, jetzt ist der Spieler wieder draußen. Habt ihr gesehen? Lol. Was ist denn das für ein Witz? Was ist denn das für ein Witz? Gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich verteile mal die Fracht neu. Krafthandschuhe. Gut, die können wir mal wegschmeißen hier. Abladen. Gut. Wo ist denn die Knarre jetzt her? Sehen die mich auch, wenn ich die Luft anhalte? Kann natürlich sein, dass sie mich dann gar nicht sehen, wenn ich die Luft anhalte.
Oh! Lol. Das war richtig blöd von mir. Junge, was mache ich denn hier, ey? Ich wollte zu dieser letzten Station gehen, muss ich, aber ich muss trotzdem da oben lang, ne? Alter, die wollen mich doch trollen. Warte mal, ich muss mal das neu verteilen hier, die Fracht. Ja. So. Ist ja ein Ding, dass dieser Schlüssel nicht kaputt gegangen ist, ey. Junge, sehen die mich? Oh oh. Lol. Wie komme ich denn jetzt hier weiter, Alter? Ich bin hier irgendwo im Arsch der Welt. Ah, das nervt mich schon wieder. Kann ich hier lang? Ja. Oh, hier war schon jemand vor mir. So, jetzt Vorsicht. Komme ich denn hier runter, Alter? Wie viel Munition habe ich eigentlich für das Ding? Lol, habe ich mich gleich mal mit abgeschossen. Habe ich eigentlich noch so eine... Was war das denn? Lol? Ist das leer? Ja, das ist leer. Ablegen. Nehmen wir halt einen neuen. Scheiß drauf. So. Da ist noch einer. Ich spring jetzt einfach mal runter hier. Scheiß drauf. Junge, hier ist alles voll mit diesen Viechern. Aber ich glaube, wenn ich die Luft anhalte, dann sehen die mich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das sind GDs. Ich überlege gerade, ob die Story noch weitergeht, die ich gerade angefangen habe, aber ich glaube, das war's. Genau, ich habe da noch zwei Missionen gemacht beim Doktor. Die habt ihr gesehen, die habe ich nochmal gemacht. Alter, die sehen mich hier. Was geht denn hier ab? Wo muss ich überhaupt hin? Da lang. Auf jeden Fall muss ich da irgendwie runter. Ach, scheiße. Ich wollte gar nicht schießen. Oh, hier ist ein Auto. Geil. Aber das Auto wird mir wahrscheinlich nichts nutzen. Ich muss gucken, wie weit ich schon bin. Noch nicht wirklich weit. Junge, mach mal die Waffe weg, weil die brauche ich doch eh nicht. Ich glaube, die können nur runterfliegen, so wie es aussieht. Und da die nicht besonders schlau sind, kann ich dir ziemlich schnell abhauen eigentlich. Ich weiß doch gar nicht, warum ich hier so lang krieche, ey. Macht überhaupt keinen Sinn. Oh, neben mir sind welche. Ich muss gerade mal nach dem Kater gucken, weil der pennt. Also davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass der pennt. So. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon vorbei hier. Ach du Scheiße, jetzt kommt wohl das Nächste. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommen die nächsten Viecher, oder was? Alter, die machen mich fertig. Oh oh. Jo, Kater pennt. Alles gut. So, jetzt kommen die nächsten Kackviecher, Alter. Ach, das sind die ganz normalen, okay. So, ich sprühe mal ein bisschen. Ich renne nochmal rein in den Sprühnebel. So. Das heißt, jetzt muss ich hier wirklich kriechen. Weil die, da kann ich nur die Nabelschnur durchschneiden. Sag mal, kann ich das nochmal vielleicht neu verpacken hier, das Ganze? Hm. Ja, hat sich wirklich nicht so viel verändert, ne? Aber das kennt man ja schon hier, die Viecher. Ah, ja, super. Jetzt haben sie mich gleich mal gesehen. Abhauen, abhauen. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen, Alter.
Geh jetzt hier ganz entspannt. Wenn Nabelschnur kommt, dann drücke ich Nabelschnur. Kurz anhalten. Ja, das war ganz schön doof. Oh, hier sind es schon wieder überall, Alter. Was steht? Auto Lu steht vor irgendwas? Was soll denn das heißen? Ich weiß gar nicht, was der für ein Problem hat. Lu ist komplett kaputt. So, wie komme ich jetzt da lang? Ja, das funktioniert. Okay. Kann ich da drüben lang? Da ist es gelb, ich weiß es nicht. Muss ich was trinken? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wie kriege ich den jetzt wieder fit hier? Ablegen, wieso ablegen? Nicht ablegen. Ich wollte was trinken. Was trinken. Ich muss den ja irgendwie wieder fit bekommen, oder? Das ging irgendwie, aber frag mich nicht wie. Scheißdreck. Habe ich noch ein bisschen Spray dabei? Lea, super. Aber da ich jetzt alles auf dem Rücken habe, dann passt es ja. So, dann drehe ich mich mal ein bisschen. Der ganze Scheiß mal wieder hier erneuert wird. So, das dürfte passen. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang, Alter? Kann ich da lang gehen? Und dann da irgendwie runter? Die sieht halt ziemlich steil aus und das Baby ist halt schon ziemlich im Arsch. Alter. Und die Mucke, die ist jetzt auch nicht gerade die geilste. Irgendwas ist hier nicht okay. Regeneriert sich das Baby wieder? Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf jeden Fall noch in dieser Zone, ne? Ich bin hier noch nicht raus. Da vorne sind wir welche. GDs. Ich habe keine Ahnung, ob das hier gut geht. Kann der eigentlich noch was essen? Essen kann er auch nicht. Trinken könnte er nochmal. Es dürfte aber auch nicht mehr weit sein. Da wären wir zu 2x angezeigt. Bin ich hier auf der richtigen Seite, Alter? Nicht, dass ich hier rückwärts gehe. Ja, das ist richtig. Aber warum werden denn da 2x angezeigt? Habe ich irgendwas verloren? Ich hoffe doch nicht, ne? Da sind die Handschuhe. Da ist mein Schweber. Blutbeutel. Ja, eigentlich ist hier alles... Eigentlich alles nice, ne? Ja, ich kann nochmal gucken. Ich hatte ja auch nicht mehr Missionen. Ich hatte ja nicht mehr. Ich hatte ja nur die eine. Die da und die Fracht. Ist der mit der Stern? Das passt. So. Zack. Habe ich schon durchtrennt. Einsammeln. Da vorne ist noch einer. Ja, ich muss mich jetzt wirklich hier ganz langsam vortasten. Zack. Nehmen wir auch mit. Da kommt der nächste. Gut, Junge, geht es jetzt die ganze Zeit so? Dachte, ich komme hier irgendwie schnell durch, ey. Bam. Junge, die spawnen hier am laufenden Band, ey. Theoretisch kann ich natürlich auch durchrennen, ne? Ich wüsste nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht oder was. Ab und zu muss ich halt mal anhalten, um Luft zu holen. Jetzt. Aber ich glaube, die sehen mich trotzdem nicht.
Ist alles voll mit GDs, Alter. Alles voll. Ja, hier kannst du gut aufräumen. Aber das sieht mir nicht so koscher aus hier. Junge, ist alles voll mit den Viechern. Mich wundert es nur, dass die das nicht sehen, Alter, wenn ich hier so rumhacke. Das wundert mich. Eigentlich mal fest davon ausgegangen, dass sie das, irgendwie mitbekommen. Aber es scheint nicht so sein. So zu sein. Noch einer. Noch einer. Junge, hier ist ein ganzes Rudel, Alter. War's das? Ich denke nicht, oder? Auf jeden Fall. Ach, da hinten muss ich hin, okay. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn ich gleich da sein könnte, aber ich muss noch mal kurz sprühen. Ja, hier sind die Autos. Das kann ich gleich wegschmeißen hier. Lassen wir stehen für den nächsten. So, jetzt kann ich eigentlich direkt dahin. Das kann ich ablegen hier, das Spray. Hier ist Bridges. Da ist Bridges. Yes. So. Ja, nice. Das hat doch gut geklappt. Das ist eigentlich. Das soll meine letzte Mission sein. Angeblich. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber naja, scheiß drauf. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall die letzte Verbindung soll das sein. Natürlich nicht die letzte Mission, weil es gibt genug Pakete. Alter, was ist denn das? Das ist doch ein Bibi. Alter, mach keinen Scheiß, ey. Nicht, dass es hier irgendwie gleich irgendwie was weiß ich was, ne? Das sah auf jeden Fall aus wie ein Bibi. Hergestellt. 12%, ja, ich bin natürlich auf die Schnauze gefallen. Aber trotzdem gutes Ergebnis. Ein Punkt nur. So, jetzt gibt es noch den Schlüsselanhänger hier. Ist es jetzt zum letzten Mal der Schlüsselanhänger? Eigentlich nicht, ne? Waren ja noch ein paar Stellen auf der Karte, wo ich, die ich noch nicht gemacht habe. Da bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht hier. Alter. Und das war jetzt der letzte Knotenpunkt? Ah ja, da hinten, ne? Ist an der Küste. Mitglied hinzugefügt. Vierfach Raketenwerfer. Aha. So, okay. Und jetzt? Dieser Bereich ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Okay. Wir haben es geschafft, Sam. Jetzt umspannt das chirale Netzwerk den ganzen Kontinent. Unsere Nation ist wieder vereint. Ja, und jetzt? Wiedergeboren als United Cities of America. Jetzt kommt Tix um die Ecke wahrscheinlich gleich. Uns jetzt angreifen und sogar einen Knoten zerstören können, überlebt das Netzwerk. Alles läuft jetzt über den Strand und der Strand wird uns zusammenhalten. Aber wir dürfen noch nicht ruhen. Einen Job musst du noch erledigen, Sam. Ach, einen Job muss ich noch erledigen? Die Nation ist noch ohne Führung. Und nur eine Frau ist eine würdige Nachfolgerin Bridget Strands. Eine Frau, die seit ihrer Geburt für dieses Vermächtnis bestimmt ist. Amelie, sie ist da draußen und braucht deine Hilfe. Als ob die meine Hilfe brauchen würde. Bring sie nach Hause, Sam. Und okay. Halte nach Hicks Ausschau. Vielleicht hat er sie inzwischen schon aufgespürt. Jetzt, da Hedgenot City verbunden ist, sollte sie zu deinem privaten Raum unterwegs sein. Also begib dich dorthin und warte. Ja, nice. In meinem privaten Raum und warte.
Auf was soll ich denn da warten? Ja. Sam, du bist wieder am Strand, so ganz, ja. Hätte ich auch gar nicht erwartet, dass ich jetzt wieder am Strand bin, wo auch sonst. Du bist zu mir gekommen. Ich wusste es. Ja, da bin ich. Oh, Hicks. Sam, ich bin's. Hicks. Amelie. Oh. Ja, Amelie ist ein Riese, so wie es aussieht. Ein kleiner, großer Riese. Ist Hicks jetzt ein guter oder ein schlechter? Ich bin die Extinktionsentität. Was? Ich verstehe überhaupt nichts, ey. Das hört sich immer nicht gut an. Die chirale Dichte steigt schnell an. Kontakt steht bevor. Es wird empfohlen, sich kampfbereit zu machen. Vielleicht sollte ich erstmal duschen gehen. Kontakt mit unbekannter Bedrohung steht direkt bevor. Ach du Scheiße. Okay, ich geh mal gucken. Ich glaube, ein paar Knarren habe ich ja sowieso noch. Alter. Sieht aus wie ein Rückblick. Iwi! Der Typ ist so creepy, ey. Halt meine Liebe fest. Ach du Scheiße. So, Moment, ich muss mal schnell gucken, was ich hier noch... Sturmgewehr, nicht tödlich. Vielleicht sollte ich mir noch ein tödliches holen, für diese anderen Scheißviecher. Ja. Und ein paar Blutgranaten vielleicht noch, die wären nicht schlecht. Raketenwerfer hatte ich ja auch hier irgendwie. 18 Kilo, okay, den nehmen wir mal. Dann nehmen wir noch ein tödliches Sturmgewehr. Und zwar das... Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Vielleicht nehme ich davon zwei. So. Was wollte ich noch? Blutgranaten. Blutgranate. Rauchgranate, Schockbombe, Granate. Gut, dann nehmen wir mal drei. So. Achso, nee, Moment. Und den da. Die Frage ist natürlich, was gleich passiert. Wenn ich das alles auf dem Schweber rauf mache. Ich glaube, die Waffen trage ich alle auf dem Rücken. So. Blutgranate. Und alles, was nicht tödlich ist. Ja, hier, nicht tödlich. Oder Reparaturspray. Wobei, das kann ich auch in Spind legen. Moment, zurück. Ich leg mal das in den Spind. Das. Ach, Junge. Hier, Reparaturspray. Ich brauche gar nicht so viel Reparaturspray. Das Geländeskelett lege ich auch weg. Und den lege ich auch weg. Das brauche ich alles nicht. In den Spind. So. Bestätigen. Und jetzt hole ich mir noch so ein anderes Ding hier. So ein Skelett. Geschwindigkeitsskelett. Was habe ich denn noch? Gelände, Geschwindigkeitsskelett, das hier wahrscheinlich, Stufe 3. Einmal. Weil ich weiß jetzt wirklich nicht, was passiert, ne? Es kann wirklich alles passieren, deswegen, ich versuche mich jetzt mal zu rüsten hier.
Das heißt, dieses Ding ziehe ich an. Ausrüsten. Und das Anzug befestigen. Und zwar an der Seite da. So. Jo. Passt. Jetzt muss ich nochmal schnell... Alter, wie viel habe ich denn da schon wieder auf dem Rücken, ey? Nochmal neu formatieren. So. Gut, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe ein paar Waffen. Ich habe nochmal Reparaturspray einmal mit, falls es wirklich so weit kommen sollte. Ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht gehe ich auch raus und es passiert gar nichts. Ne? Das kann natürlich auch sein. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke mal, ich gehe jetzt raus und dann ist jetzt gleich Halligalli. Aber wir werden es sehen. Oh. Ich wusste ja, irgendwas passiert. Ja. Hat die Stöckelschuhe an, dann ist es wahrscheinlich Amelie. Was zur Hölle? Ein komplettes, virales Netzwerk, das ganz Amerika übersieht und all die schönen kleinen Knoten verbindet. Ich hab die ganze Welt in meiner Hand. Ich glaube, das ist ein Boss, Alter. Das ist ein Boss. Amelie. Ja, und da klebt Amelie. Ich hoffe, ich muss nicht rausgehen, Alter. Ich hoffe, ich kann drin bleiben in der Station und kann den wieder von fünf Massen aussterben. Jedes verursacht von einer Extinktionsentität. Und jetzt ist es Zeit für Nummer 6. Tja. Ich rede nicht über das Aussterben einiger Dutzend Arten, nein. Das ist das Größte von allen. Geh die Antimaterie, die alles Leben in die Leere stürzt. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne einen Pfadfinder wie dich, der uns wieder vereinen will. Ja, und jetzt? Wie sieht's aus? Komm! Blicke dem Ende ins Auge. Alter, was macht die denn da jetzt? Hat die eine Knarre in der Hand? Die hat doch da irgendwas, oder? Sam. Oh. Jetzt hat sie auch noch eine Maske. Mein Gott, jetzt kann sie bei Slipknot einsteigen. Einsteigen. Ist fast vollendet. Alle Knoten sind verbunden. Bald verschmelze ich sie und alle Strände der Menschheit zu einer einzigen Küste. Und dann beginnt ein einmaliges Aussterben. Es wird alle anderen in den Schatten stellen. Das Letzte, das ist meine Bestimmung. Was zum Teufel hat er dir angetan? Die letzte Strandung. Der Grund für meine Existenz. Die erste war nicht mehr als ein Auftakt. Was? Mittlerweile hast du es doch sicher begriffen. Dooms, Leute wie wir, sie ist der Quell des Ganzen. Die Albträume, die uns plagen, die Visionen von einer unausweichlichen Zukunft. Klingelt da was? Alles Gute zur Dooms-Apokalypse, Sam. Na, fick dich! Sam. Und jetzt? Verstehst du es nicht? Du kannst es beschleunigen oder verlangsamen, aber du kannst nicht aufhalten, was wir begonnen haben. Selbst wenn du mich besiegst, du kannst sie nicht retten. Uiuiuiui. Alter. Denn das hier ist unumkehrbar.
Steckt der da auch mit drin? Komm und hol mich, hat er gesagt. Ja. Ja, dann nehme ich erstmal hier den Raketenwerfer und dann baller ich mal kurz rauf da. Passiert da was? Kann ich da rein? Ah, ich bin hier gefangen, Alter. Ja. Jetzt ist die Knarre leer. Das hat ja sehr gut geklappt. Sturmgewehr. Oh, jetzt habe ich auch so ein nicht tödliches Sturmgewehr. Ein Granatwerfer. Wie weit schießt der denn die Granaten? Voll in die Eier, Alter. Ja. Also, ich schieße auf jeden Fall. Was für ein Neuanfang, Alter. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Mann. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Lol. Was macht denn der da? Ach, muss ich den an der Seite treffen, oder wie? Das heißt, wenn ich so schieße... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Hui. Hä, was macht er denn? Hä? Junge, ist das Ding auch jetzt leer oder was? 0 von 0, Alter. Ich raste aus. Gibt's hier irgendwas? Da würde ich doch gerne mal wissen, wie das ist, wenn ich hier jetzt nichts hätte. Habe ich eigentlich noch genug Energie? Leer. Super, Blutbeutel habe ich natürlich wieder keine mitgenommen. Ich hau jetzt einfach mal alles rauf, was ich hab, Alter. Was ist denn das für einer? Achso, lol. Ich glaube, ich muss den da treffen, weil da ist er am verwundetsten, verwundbarsten. Geht da was? Ich sehe irgendwie nichts. Ja, das ist mein Problem, Alter, dass ich überhaupt nichts sehe. Uiuiui. Irgendwie stecke ich hier gerade ein bisschen fest. Hä?
Ach so, das wird immer enger hier, oder wie? Wo ist denn der Typ jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich da, wo ich hinballern muss. Was ist denn jetzt passiert? Alter! Was soll das denn? Soll ich die Schwierigkeit senken? Was machst du da? Ich muss jetzt mal das ganze, den ganzen Scheiß hier mal... Ach ne. Der war der falsche. Okay, da vorne ist ein Blutbeutel. Nimm! Granatwerfer, geil. Oh, uiuiui. Sollen wir kurz gucken hier? Ah, ich drücke irgendwie immer den falschen Knopf. Sollen wir gucken? Hey, hier ist doch ein Granatwerfer, Alter. Junge, warum wufft? Warum geht denn das jetzt nicht hier? Was war das denn, ey? Alter. Ich guck mal schnell, dass ich hier, Alter, ich habe keine Bluttransfusion mehr. Ich habe nichts, Alter. Mein Akku ist bald leer. Da geht doch nichts voran, ey. Ich glaube, ich brauche mal eine. Ich brauche irgendwie mal eine andere Knarre oder was. Kann ich hier irgendwie abhauen? Da hoch vielleicht? Ich glaube, ich muss da hoch. Geh hoch da! Da geht doch nichts voran, ne? Warte mal, ich hab doch noch einen Granatwerfer hier. Wo ist denn das Ding? Der hier. Ach, geht nicht. Nö, der ist leer. Null. Dann halt den hier. Ach du Scheiße. Junge, mein Akku ist gleich leer. Wie soll ich den denn aufladen? Hat er da was für mich? Komm mal her hier. Sturmgewehr. Schon wieder irgendwelche Viecher da, Alter. Wieso schießt der denn nicht mehr, Alter? Ist hier überhaupt nichts mehr drin? Oh oh. Hat der hier irgendwie eine Blutkonserve mal für mich? Sieht nicht so aus. Oh 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 oh.
Lauf! Das gibt's doch nicht, Alter. Sag mal, gibt's hier gar nichts mehr? Da. Ja, genau, leg hin das Ding. Ah, ich dreh durch. Ausrüsten, Junge. Junge, wie lange hält er denn noch durch hier? Oh oh. Jetzt haben die mich schon wieder hier in der Ding, Alter. Muss man da vorne hingehen. Da liegt noch was. Granatwerfer, Blutbeutel. Blutbeutel ist schon mal gut. Warte mal. Ausrüsten, so. Junge, was wollen die mal von mir? Ah! Was habe ich denn hier noch an Waffen? Hier ist Sandalenkraut. Ja, moin. Granatwerfer, hier. Uiuiui. Junge, renn zurück. Umdrehen. Ah! Alter Schwede. Komm, gib her, was du hast. Junge, 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 ich sehe gar nichts. Lol. Alter, der muss doch gleich hin sein hier. Uiuiui, ui, ui, jetzt habe ich schon wieder alles verloren hier. Schon wieder die Viecher. Was habe ich jetzt noch hier? Da. Nicht tödliche Sturmgewehr, na super. Warum schießt der denn nicht, Alter? Ich hab das da eben ausgerüstet, oder? Ich glaube, mein Controller spielt gerade verrückt. Ah! Tödliche Antimaterie! Du, 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 du! Uiuiui! Ja, ich sehe überhaupt nicht mehr durch, ne? So, komm her hier. Nachladen. Gleich haben wir nicht. Oh, ist der leer oder was? Ja. Zack, zack. Jetzt haben wir dich. Na, Halleluja, endlich. Endlich habe ich ihn. Ja, es ist halt immer so, ne? Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann ist es relativ schwer. Oh. Alter, alter, alter. Ja, der hat ganz schön Halsschmerzen gerade wahrscheinlich. Oh, ich bin echt froh, dass ich mir vorher noch ein bisschen ausgerüstet habe. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Aber gut, da wurde ja immer was gedroppt von den komischen Geistern da oder was das war. So. Und das war jetzt Hicks oder was? Habe ich jetzt Hicks besiegt? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich hoffe, ich habe Amelie befreit. Junge, 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 da geht's ja richtig ab.
Nur ein C. Ja, moin. Amelie! Amelie! Amelie, wo bist du? Oh Gott. Oh, und er lebt immer noch. Und das Sterben liegt vorerst auf Eis. Lass sie los! All das für einen Wiederkehrer. Verschwendet. Alter, was ist denn mit ihm kaputt, ey? Gut. Wir machen weiter, wenn du dann mal tot bist. Wir sehen Alter, uns am Schwede. Strand für das große Finale. Flup. Tja, und da bin ich wieder. Jetzt kann ich irgendwie in die Kiste rein da. Super. Finde einen Weg, um Hicks zu folgen. Alter Schwede. Junge, du bist doch kaputt, ey. Alles okay, ich sammle erstmal mein Zeug ein. Ein bisschen viel Zeug, ne? Brauche ich das dann alles? Wenn ich zum Strand soll. Da drüben ist auch, glaube ich, noch was. Mal gleich nochmal neu verteilen. Erstmal schnell mal einsammeln. So, das war's, glaube ich, oder? Mehr bekomme ich nicht rauf. So, Leute, dann würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Typ ist komplett am Arsch. Ja, schalt doch gerne beim nächsten Mal ein, wenn es genau hier weitergeht. Ich muss zum Strand und Hicks nochmal finden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.